Das ist die SPD-Fraktion, die CDU-Fraktion, AfD. Aus allen Fraktionen, wunderbar. Also auf Verlangen aller Fraktionen eröffne ich die Beratung zum Sofortbericht zu Nummer 1 des Antrags der Fraktion der CDU. Gleichzeitig die Aussprache zu Nummer 2 des Antrags der Fraktion der CDU und zum Alternativantrag. Und als Erster erhält das Wort der Abgeordnete Bühl für die CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihren Bericht. Bleibt mir am Anfang nur zu sagen, Sie haben ja ein bisschen was aufzuholen. Also ich wandere schon ein paar Jahre länger hier und bin schon seit 29 Jahren hier und habe deswegen, denke ich, mindestens genauso viel Erfahrung hier gesammelt wie Sie. Natürlich ist es sehr hoch anerkennenswert. Wir waren ja auch gemeinsam wandern, dass Sie das so schön gemacht haben und dass Sie da auch überall aktiv waren. Wirklich sehr gut. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar Punkte zu Ihren Ausführungen sagen, bevor ich zu meinem eigentlichen Redetext kommen möchte. Einmal habe ich so den Eindruck, Sie spielen so ein bisschen Good Cop, Bad Cop, denn beim Tourismustag war Ihr Minister da und Ihr Minister hat ja mal den Gaststättenbetreibern und Hoteliers mal ordentlich einen mitgegeben, hat den ordentlich eingeschenkt. Danach waren Gaststättenbetreiber bei mir, Hotelbetreiber, die DEHOGA, und haben gemeint, oh, sollen Sie jetzt überhaupt noch irgendwas machen? Der hat Sie ja gerade so abgewatscht, als ob Sie alle überhaupt nichts könnten, als ob die Qualität überall komplett schlecht war. Und da muss man bedenken, beim Tourismustag sind ja die da, die die Guten sind. Finde ja schön, dass Sie jetzt die gute Rolle übernehmen, der Minister die böse Rolle. Unterm Strich, muss ich sagen, würde ich mir konstruktivere Rolle wünschen. Und dann zu Ihren Ausführungen, wir hätten wenig Ahnung von der Materie. Da kann man auch nur sagen, Sie sind nicht der Einzige, der mit DEHOGA spricht. Sie sind nicht der Einzige, der mit IHK spricht. Vielleicht sprechen wir sogar mit denen häufiger als Sie, ich weiß es nicht. Und Sie nehmen ja auch dankenswerterweise in Ihrem Sofortprogramm Gaststättengewerbe unter Punkt 4 die Bürokratieabsenkung auf. Also so schlecht können wir ja nicht gelegen haben mit dem, was wir bei uns auch ausgeführt haben. Erstmal möchte ich sagen, ich teile nicht den Pessimismus des Ministers auf dem Tourismustag, dass alles schlecht ist. Ich möchte noch mal ganz eindeutig sagen, die, die gute Leistung bringen, die, die sich jeden Tag einsetzen, die sich einsetzen, wenn wir frei haben, denen gehört unser größter Dank für ihren Einsatz. Und wir haben tolle Städte, wir haben eine gute Infrastruktur, aber natürlich plagen uns auch einige Sorgen. Und das war auch der Punkt, weshalb wir im Juni diesen Antrag hier eingebracht haben, der leider erst heute behandelt wird. Ich bin sehr dankbar, dass Sie ja auch, ob auf unseren Antrag hin oder nicht, jetzt zum Tourismustag ein Maßnahmenpaket Gaststättengewerbe eingebracht haben. Vom zeitlichen Verlauf könnte man davon ausgehen, dass es auch auf unsere Initiative hin mit geschehen ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, Zufall, alles nur Zufall, naja, so. Wenn man sich die Zahlen anschaut, Herr Staatssekretär, Sie haben es ja schon ausgeführt, aber die IHK Südthüringen hat sich auch noch mal ganz konkret an uns gewandt. In den letzten 5 Jahren sind 1.174 Betriebe im Bereich des Rennsteiges haben zugemacht, haben ihre Tore geschlossen. In Ostthüringen sind es 240 Betriebe. Und diese Schließungen, die müssen wir aufhalten, da müssen wir gegensteuern. Und diese Schließungen haben Gründe. Ein wichtiger Grund ist mit Sicherheit der Umsatz. Sie haben es beschrieben, der durchschnittliche Umsatz 173.786 Euro im Jahr. Und für den Unternehmer bleiben nach Aussagen der DEHOGA 13.902,88 Euro. Wer soll von diesem Geld leben? Das muss man sich echt fragen. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite natürlich Mindestlohn, alles hat Folgen, dass auch die Preise steigen, wenn man auf der anderen Seite sagt, wir haben eine Billiggastronomie, sollen die doch einfach die Preise steigern. Was passiert dann? Der Thüringer Gast ist ja aktuell augenscheinlich nicht gewillt, mehr Geld zu bezahlen. Das ist ein langer Schritt, dass wir da hinkommen, dass der Gast bereit ist, mehr Geld auch zu bezahlen. Und wenn der Gast dann noch weniger in die Gaststätte geht, heißt es weniger Kunden, weniger Umsatz, die Spirale dreht sich nach unten. Das kann also nicht die alleinige Lösung sein, auch wenn ich der Meinung bin, natürlich, diese Umsatzzahlen sind unbefriedigend und man muss an diesem Umsatz auch schrauben, dass er nach oben geht.
Was erzählen uns die Unternehmer, was die Gründe sind dafür, dass viele einfach keine Lust mehr haben, ihre Gaststätte weiter offen zu halten? Ein wichtiger Punkt ist die erhebliche Kontrolldichte. Und deswegen sind wir auch maßgeblich bei unseren Forderungen auf diesen Punkt eingegangen. Und das haben wir nicht gemacht, weil uns das einfach so eingefallen ist oder weil wir auch nicht mit den Leuten sprechen, sondern wir waren ganz konkret, meine Kollegin Liebetrau und ich haben einen Tag lang hospitiert beim Herrn Lesser im Brotterode, dem Tourismusausschussvorsitzenden der IHK Südthüringen, und haben uns ganz konkret zeigen lassen, an was hängt es denn vor Ort, was belastet ihn am meisten. Und da hat er uns das ganz genau aufgelistet. Er hat 27 Prüfungen für Gerätetechnik. Viele davon sind ohne Frage wichtig. Ich will auch nicht sagen, dass man diese Prüfpflichten alle abschaffen soll. Um Gottes Willen, uns geht es darum, zu überprüfen, was ist vielleicht doppelt. Bei den 27 Prüfungen für Gerätetechniken kommt es ganz oft zu doppelten Prüfungen für die gleiche Sache. Dokumentationspflichten, Arbeitszeitgesetz, Sie haben es angeführt. Ich bringe gleich noch ein anderes Praxisbeispiel von einem anderen Unternehmer, der sich an uns gewandt hat. Mindestlohn, 20 weitere Dokumentationen. Die IHK Südthüringen hat zusammengefasst 900 Stunden im Jahr, 900 Stunden, muss man sich überlegen, 900 Stunden im Jahr verbringen die Gastronomen nur mit der Aufwendung für Bürokratie. Das sind 4 Stunden. Nee, jeder Einzelne. Vielleicht auch mal hospitieren. 4 Stunden täglich. 4 Stunden täglich sitzen Gastronomen nur damit, irgendwelche bürokratischen Hürden zu leisten. Und das kann sich vielleicht ein großer Unternehmer leisten, das kann sich jemand leisten, der ein Hotel hat, wo er vielleicht ein paar Mitarbeiter hat. Aber stellen wir uns einfach mal vor, was passiert mit einem Kleinen, wir haben es gehört, ganz viele machen so einen Nebenerwerb, der das nebenher macht. Der hat einfach keine Lust mehr. Der hat keine Lust auf ihre Arbeit, das dann noch zu machen. Wie soll das so ein kleiner Einzelunternehmer stemmen? Wie soll er Lust haben, dann noch Service am Kunden zu machen, was ja eigentlich seine Hauptaufgabe ist? Und wie soll er vor allen Dingen Geld verdienen, damit er auch sich, seine Familie und seine Angestellten durchbringen kann? Deswegen fordern wir, dass das überprüft werden muss. Und ich denke mal, das wird Ihnen auch gesagt worden sein bei Ihrer Wanderung über den Rennsteig. Da ist das sicherlich auch das ein oder andere Mal angesprochen worden. Natürlich ist es aber nicht das Einzige, was man machen muss. Und da muss ich sagen, ist Ihr Maßnahmenpaket in manchen Punkten mit Sicherheit auch sinnvoll. Ich begrüße das auch, denn gerade auch die Qualität ist natürlich ein Punkt, wo wir dran arbeiten müssen, damit wir mehr Gäste auch zu uns locken und damit die Leute auch mehr Geld in den Gaststätten ausgeben. Ich habe aber noch einen Praxisbericht, warum es oft auch an der Qualität hapert, von einem Unternehmer aus Schmalkalgen, den ich, wenn ich darf, in Teilen zitieren möchte. Er hat einmal aufgeführt, die Fülle an Vorschriften und kostenpflichtigen Prüfungen und Kontrollen erfordert nicht nur ein immenses Maß an Arbeitszeit, sondern auch Kosten. Die ungleiche Besteuerung von Leistungen im Bereich der Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer im Vergleich zu anderen Ländern in Europa verschärft den Konkurrenzkampf. Zum Beispiel Schweiz 3,8%, Frankreich 5% und so weiter. Und jetzt zu den Arbeitszeitgesetzen. Arbeitszeitgesetze, die es kaum noch möglich machen, eine Hochzeitsfeier mit einer Besetzung an Mitarbeitern durchzuführen, da diese nach spätestens 10 Stunden gehen müssen, Hochzeiten aber schnell mal 12 bis 14 Stunden gehen und dann nur noch aufgeräumt werden muss. Eine zweite Besetzung hat aber kaum ein Hotel, da es aufgrund des Fachkräftemangels kaum Mitarbeiter gibt und schon gar keine guten. Dazu kommt, dass wegen vielleicht 2 bis 3 Feiern im Monat sich niemand so viel Personal leisten kann. Und auf die Gäste kann es nur selten umgelegt werden, weil dann zur Konkurrenz abgewandert wird. Naja, ich weiß, Ihr Minister, der Herr Tiefensee, hat auch seinen Geburtstag gefeiert und da ist es ihm ähnlich gegangen. Von daher sollten Sie sich innerparteilich mal entsprechend drüber unterhalten. Auf der anderen Seite wird der Branche gerade in Thüringen vorgeworfen, nicht innovativ zu sein. Es würde an hochwertigen Angeboten fehlen, die Qualität würde nicht stimmen, viele Gastronomen hätten die falsche Einstellung. Natürlich ist das oft so. Aber wenn die Ertragssituation seit Jahren schlecht ist und wir mit Bürokratie und Kosten überhäuft werden, darf sich darüber niemand wundern. Es ist schier unmöglich, alles richtig zu machen, da die meisten gastronomischen Unternehmen in Thüringen zu klein sind, um sich neben dem Tagesgeschäft noch allen Auflagen zu widmen. Das war der Praxisbericht von einem Gastronomen aus Schmalkalgen, nicht mal ein kleiner. Der hat im Grunde vielleicht noch mehr Möglichkeiten als andere zu diesem Bereich. Der Berichtswunsch, den wir heute an das Ministerium herangetragen haben, war deswegen auch
sehr ausführlich, ich fand auch fundiert. Das hat der Staatssekretär ja nicht so gesehen, aber gut. Das Maßnahmenpaket, was Sie jetzt vorgelegt haben, ist ja mehr oder weniger nur, oder zu weiten Teilen, besteht es aus bereits bestehenden Maßnahmen, die sowieso schon da sind, Förderprogramme, die sowieso schon da sind. Und da frage ich mich, das frage ich mich auch, ich finde es sehr gut, was Sie im Bereich des Thüringer Waldes machen, mit dem Projekt Zukunft Thüringer Wald, da werden auch, denke ich, gute Konzepte rauskommen. Aber ich frage mich immer, wenn man das alles nur mit dem bestehenden Geldtopf macht, den man hat, dann muss es ja irgendwo anders wegfallen. Wo soll das Geld herkommen, diese Maßnahmen dann auch umzusetzen? Ich würde es mir persönlich sehr wünschen, aber wenn man auf der einen Seite am Thüringer Meer viele Maßnahmen verspricht, auf der anderen Seite am Rennsteig viele Maßnahmen verspricht, dann ist doch irgendwo die Frage, wie will man diese Maßnahmen finanziell auch untersetzen? Das würde ich mir sehr wünschen, dass Sie da auch die Kraft haben, sich durchzusetzen, entsprechend auch mehr Geld in den Haushalt reinzubekommen. Aber aktuell bin ich da noch sehr skeptisch, wenn man immer nur auf Bestehendes setzt mit dem gleichen Geldpool, weil irgendwo muss man jemanden ja auch was wegnehmen. Der KMU-Test, schon gesagt, finde ich gut, dass Sie das aufgegriffen haben, uns auch da entsprechend eine Überprüfung vorzunehmen. Ich habe, das kann ich Ihnen gerne auch zur Verfügung stellen, vielleicht hält Sie das auch noch ein bisschen, von der IHK Südthüringen eine Auflistung mit 87 Aufgaben, die doppelt mit Bürokratie belastet sind, die sehr, sehr intensiv das aufgelistet haben. Von daher haben wir uns da auch im Vorfeld sehr schlau gemacht. Deswegen kann man das auch nicht so einfach abtun, dass das, was wir reingeschrieben haben, nicht wesentlich ist. Diese bürokratischen Lasten belasten die Unternehmer. Ich würde Ihnen das einfach mal so übergeben. Und ich freue mich, dass wir dann diesen Punkt mit all diesen Fakten, die heute auch schon auf den Tisch gekommen sind, nochmal intensiv diskutieren, denn es muss ja uns, an uns allen gelegen sein, dass die Gaststätte auch im Ort bleibt, dass die Bürger zum einen, die Anwohner auch in den kleinen Dörfern noch eine Möglichkeit haben, abends wegzugehen, ein Bier zu trinken, aber auch unsere Touristiker, unsere Gäste eine Möglichkeit haben, gut, qualitativ, hochwertig auch auszugehen. Und daran müssen wir auch alle gemeinsam arbeiten. Es kann nicht in unserem Interesse sein, dass man einfach sagt, wie man es ja aus Seiten des Wirtschaftsministeriums auch schon gehört hat, naja, wenn sich das Geschäftsmodell überlebt hat, dann bricht halt die Kneipe im Ort weg. Das will ich auch nicht. Ich möchte, dass die Kneipen im Ort bleiben und dass wir gemeinsam daran arbeiten. Deshalb freue ich mich, dass wir unseren Antrag und auch Ihren Antrag, der ja auch wichtige Punkte dazu enthält, wie wir das Ganze voranbringen können, gemeinsam im Wirtschaftsausschuss beraten. Und deshalb beantrage ich die Überweisung beider Anträge und freue mich auf die Beratung. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat der Abgeordnete